Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heason80 mit der Kalenderwoche Nummer 39 von meinem Filmtagebuch und ich hoffe, euch geht es allen gut und seid gesund und munter. Ja, die Woche war wirklich viel los auf meinem Kanal, da muss ich wirklich zugeben. Es gab wirklich sehr viele Videos auch, sogar Videos drei Stück hintereinander. Aber denke mal, die nächste Woche wird wieder ein bisschen ruhiger werden. Und ja, auch von den Filmen her habe ich auch einige Filme wieder geschafft, von meiner Watchlist abzustreichen. Aber auch ein paar Wiederholungstäter gab es die Woche auch wieder mal. Und wir fangen an mit dem 26. September. Und da habe ich mir gleich früh noch den Film gegeben, 4x4, Welcome Aboard. Und davon gibt es hier auch ein sehr schönes, ja, Wo hieß schon an Video. Und hier nochmal vielen Dank an den lieben Jürgen für diese Empfehlung des Films. Und ich muss ja wirklich sagen, er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am besten mal reingucken. Und wenn euch auch dieses Video gefallen hat, beziehungsweise auch das Filmchen gefallen hat, am besten dann mal recht schnell bestellen. Aber nicht bei Amazon, ist nämlich recht teuer dort geworden. Am besten mal Filmbörsen gucken, denn da würde mir dieses Videobook nämlich nachgeschmissen. So, und dann geht es abends los mit einem Film, der mich auch schon brennend interessiert hat. Aber ich war vorher beim Training und war noch laufen und war danach dafür auch ein bisschen wirklich komplett im Eimer. Aber ich habe dazu angeguckt und zwar Mr. Brooks oder Mr. Brooks mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe ungefähr die Hälfte von dem Film mitbekommen. Danach war es auch schon Schluss mit lustig, denn dann sind mir meine Klimperäuglein zugefallen und ich habe wirklich nicht mehr sehr viel mitbekommen von diesem Film. Deswegen lasse ich hier mal kurz meine Bewertung hier außen vor. Denn wie gesagt, ich kann jetzt diesen Film nicht bewerten, wenn ich den Film nicht komplett angeguckt habe. So, dann gab es dann gleich im Anschluss, aber ich wieder ein bisschen fitter, und zwar ein Tom Cruise Film. Ich habe wieder ein paar Tom Cruise Filme abgeklappert, den ich aber schon kannte, aber ich damals wirklich nicht gut fand. Aber jetzt bei der Zweitsichtung habe ich gewusst, auf was ich mich einlasse. Und ja, also wie wird kein Highlight von Tom Cruise gewesen, dieser Film. Aber er hat auf jeden Fall mich trotzdem noch recht gut unterhalten, nämlich die Neuverfilmung zu Die Mumie. Hier ist er auch schon und ja, man kann es sich schon angucken, aber wie gesagt, an Die Mumien von natürlich den originalen Mumien habe ich nie gesehen, aber eben mit Brendan Fraser und, na, wie hat er heißen? Na, doch, Scorpion King ist der The Rock gewesen. Die natürlich haben mir extrem gut gefallen. Die Film, ja, der Film ist, ja, was soll ich sagen? Man kann sich schon angucken, aber mehr auch. Ich bekomme von mir 7 von 10 Punkte, bekomme jetzt von mir hier Die Mumie als eine kleine Bewertung besser als bei der ersten, von ihm in extrem schlecht. So, dann eine weitere Wiederholungstitel habe ich hier mitgenommen und zwar The Black Phone mit Ethan Hawke. Auch diesen Film habe ich schon wirklich versucht mehrmals anzugucken. Beim ersten Mal auch komplett weggepennt. Nicht, weil langweilig ist. Nein, das auf jeden Fall. Aber ich war einfach so komplett im Eimer. Auch bei meiner lieben Frau zusammen. Auch da hat es mir mal kurz die Augen zugezogen. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft, The Black Phone komplett anzugucken. Und ja, davon wird es auch noch eine Review geben. Ich hoffe, ich schaffe es die Woche. Aber ich bin da eigentlich recht gute Dinge dabei, dass es die Woche noch kommen wird, dieses Video zu The Black Phone. Und auf jeden Fall kann ich hier schon mal sagen, hat mir wirklich jetzt im Ganzen, also nicht nur in der Hälfte, sondern wirklich im Ganzen extrem gut gefallen und war doch recht spannend. So, dann am nächsten Tag gab es einen weiteren Tom Cruise Film und zwar ein Film, der mir meine liebe Frau empfohlen hat. Ja, Schatz, schau dir mal an, der ist wirklich sehr gut, der wird dir auf jeden Fall gefallen oder ist auch ein bisschen verwirrend und zwar Vanilla Sky. Aus dem Jahre 2001, geht 136 Minuten und ja, wow, was für ein Film. Allerdings, also da hat es der mir wirklich die kompletten Fragezeichen rausgehauen. Also wow, wow, also wirklich, das war ja so ein Hin und ein Her und diese ganzen Zeitverschiebungen und alles rum und dran. Aber dann der Schluss klärt alles auf. Und genau so muss auch ein Film enden, mit der Aufklärung, warum das alles so passiert ist.
Und wow, was für ein geiler Film. Also muss ich wirklich sagen, Vanilla Sky hat mir verdammt gut gefallen. Und auch der wird demnächst nochmal im Play landen, denn meine Frau wird auch nochmal angucken und denke mal auch, das wird auch demnächst passieren. Also Vanilla Sky, wow, was für ein grenzgenialer Film, bekommt von mir 9 von 10 Punkte und ist wieder einer von den besseren Tom Cruise Filmen. Dann auch nochmal ein Wiederholungstitel von diesem Jahr, auch schon an der Spitze des meistgesehenen Filme dieses Jahres, neben Top Gun Maverick, und zwar Last Night in Soho. Auch dieser Film ist immer wieder ein grandioses Filmerlebnis. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich ihn schon 5-mal gesehen und ich denke mal, auch das wird es noch ein 6-mal geben. Ich muss echt sagen, dieser Film macht vorne bis hinten Spaß. Er ist spannend, er ist witzig und hat einfach auch eine extrem geniale Kameraführung, die extrem spitzmäßig gemacht wurde. Allein der Tanz, den man hier sieht, wenn ihr zu viel verraten, guckt euch diesen Film an. Auch davon gibt es auch eine Review vom Anfang des Jahres. Und ich muss echt sagen, dieser Film hat mich auch immer wieder komplett geflasht. Auch schon bei der fünften Sichtung macht dieser Film immer noch extrem viel Spaß. Und ich kann nur wirklich sagen, guckt euch Last Night in Soho an. Ein sehr cooler, spannender Film. Und vor allem auch mit einer extrem coolen Handlung, die wirklich extrem einen mitreißt. Also Last Night in Soho bekommt von mir ebenfalls 9 von 10 Punkte. Und kann ich wirklich jedem weiterempfehlen, der so auf Geister-Horror-Geschichten steht. Perfekter Film für euch mit einer richtig geilen Mucke. Da kann ich sofort immer wieder mitgehen. So, der nächste Film habe ich euch auch erst letzte Woche vorgestellt. Und zwar Hatching, ein schwedischer, finnischer Film von Hanna Bergholm. Auch der Film kam jetzt ja gerade eben erst raus von K-Black Pictures. Hier in diesem extrem schicken Mediabook. Und war auch ein bisschen skeptisch bei diesem Film. Einfach aus dem Grund, die Bilder sahen schon ein bisschen Arthouse-lastig aus. Und dachte ich, ob das was für mich wird. Aber wow, auch dieser Film hat mich wirklich sehr gut erhalten. Und auch davon wird es diese Woche noch ein Review geben. Also auch da nochmal kurz warten mit dem Einkaufen des Films. Vielleicht kann ich euch diesen Film empfehlen oder auch nicht. Also hier am besten mal machen wir weiterhin Ausschau halten auf das Video. Weil wir auch die Woche kommen, denke ich mal, kommen wir auf jeden Fall ganz gut dazu. Und Hatching, wie gesagt, wow, was für ein schöner Film. So, dann natürlich gleich gab es einen weiteren Film noch. Und zwar ebenfalls von K-Black Pictures. Und diesen Film habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ein Sylvester Stallone-Film. Und zwar natürlich Over the Top, der ebenfalls gerade eben von K-Black Pictures herausgekommen ist. Das Minibook auch extremst schick. Und der Film einfach nur herzzerreißend. Ich mag diesen Film. Wirklich war diese Geschichte mit dem Vater und Sohn sich kennenlernen und natürlich auch die ganze Musik dazu. Die Atmosphäre von diesem Film, ein Klassiker von den 80er Jahren auf jeden Fall hier. Und wow, einfach nur ein wunderschöner Film. Auch das Buckel wird durchgelesen. Hier haben wir ein Buckel geschrieben von Jochen Werner. Eine Lesezeitzirke von ca. 20 Minuten innerhalb des Films haben wir hier mit dabei. Oder auch eben der Werdegang des Regisseurs und seiner Firma Cannon Group. Und auch wie Stallone eben zu dieser Firma gekommen ist, zur Cannon Group, sowie auch eben die Erfolge und auch dann die Misserfolge und auch dann noch zum Schluss, wie es eben dann mit diesem Unternehmen auch dann bergab ging. Auch hier alles sehr gut beschrieben, sehr interessant auch gewesen, das Booklet, und kann ich euch jedem mal empfehlen, das Booklet mal durchzulesen. So, ein weiterer schöner 80er-Jahre-Film haben wir danach angeguckt, und zwar nicht ganz 80 Jahre, Entschuldigung, ich habe mich jetzt mal kurz vertäuscht. Ich habe nämlich die Box ist nämlich nicht hier, nämlich Psycho haben wir angeguckt, den ersten Teil mit meiner lieben Kollegin zusammen. Und ja, Psycho von Alfred Hitchcock von 1960, muss man dafür drüber sagen, ein absoluter Meisterwerk, Klassiker, und macht auch immer wieder Spaß, diesen Film anzugucken. Hier vielen lieben Dank an den lieben Max für die Deluxe-Edition von dieser Filmreihe. Und habe auch jetzt demnächst vor, auch dazu ein Filmreview zu machen, aber ich will einfach eins nach anderen machen, weil ich habe jetzt zu viele Filmreihen angefangen diese Woche, aber ich muss einfach eins nach anderen machen, das ist einfach mir eins, sonst ein bisschen zu viel. Und ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, was ihr für Filmreihen mal hören wollt und sehen wollt, dann bringe ich die auch mit rein, ansonsten lasse ich auch einige mal weg und kann einfach mal so auch mal die ganzen Filme auch mal angucken, ohne mal dazu ein Video zu machen, gebe ich ganz offiziell, was natürlich auch immer sehr zeitaufwendig ist, als sich dafür zu informieren und
als rauszuschreiben. Also gerne ein paar Kommentare reinschreiben, welche Filmreihen ihr denn gerne sehen möchtet auf diesem Filmreihen. Ja, Playlist. So, das nächste ist auf jeden Fall hier ein weiterer Film mit Tom Cruise. Und zwar der Film Cocktail aus dem Jahre 1987. Und hier war er noch ganz, ganz jung. Und der Film fing schon mal extremst gut an, hat mich sofort unterhalten gefühlt. Aber dann flacht die Geschichte ein bisschen ab, wo er eben dann auf Hawaii zieht und eben dann die Freundin kennenlernen, das ist ja eigentlich so ein Dahingeplänkel, ein Liebesschnulze, kann man fast sagen. Und da geht es eigentlich weniger um die Cocktails, die er mischt, sondern eher um die ganze Liebesbeziehung, wo er ausgenutzt wird. Und da habe ich ein bisschen mehr gehofft von diesem Film, als eben jetzt hier diese Liebesschnulze. Er ist trotzdem ganz ansehnlich gewesen, muss man klipp und klar sagen, mit auch ein paar coolen, ja, Tracks dazu, also Soundtrack mit dabei und auch ein paar schöne, ja, Witze damit dabei. Aber im Großen und Ganzen war er doch ein bisschen schwächer und bekommt ebenfalls von mir nur 7 von 10 Punkte. Aber ja, Tom Cruise hat einfach nur hier einen auch extrem schönen Körper zu sehen. Das muss man klipp und klar mal sagen, wenn er hier in den Wasserfällen badet auf Hawaii. Es ist trotzdem ein Schmuckstück. So, schauen wir zu Cocktail von Tom Cruise. Und dann war ich wieder mal abends im Fitnessstudio, dann ging es wieder aufs Laufband und habe da eine Folge von King of Queens angeguckt, nämlich die Folge 16, auf die Knie. Und da schmeißt unglaublich, aber war Carrie Duck die Treppe runter und natürlich hat er sich natürlich schwer verletzt. Das Knie ist ausgerenkt und muss eine Bandage tragen. Carrie macht sich jetzt ein bisschen, ja, Sorgen um ihn, beziehungsweise hat auch ein bisschen Mitleid und umsäugt ihn natürlich ganz sehr. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Duck, denn er nutzt es natürlich schamlos aus und lässt sich das schön natürlich auf das Butterbrot schmieren. Aber wie soll es auch anders sein? Es kommt wieder raus. Auch diese Folge hat mir sehr gut gefallen und auch da sehe ich auch meine Frau und mich ganz, immer ganz gern als Spiegelbild dazu. 8 von 10 Punkte bekommt eben die Folge King of Queens. Und dann geht es weiter mit einem weiteren Film mit meiner lieben Emma, denn die Emma war die ganze Woche zu Hause, war nämlich erkältet, hat Schnupfen gehabt, Husten, Ohrenschmerzen, also wirklich das volle Programm, aber hat kein Corona gehabt, Gott sei Dank, aber hat eben Mittelohrentzündung. Und dann war es eben am Freitag so weit, dass es ihr einigermaßen gut ging und auch sehr brav war, hat ihre Hausaufgaben in, ja, ihrem Maße erledigt, ja. Ich will nicht sagen gut, aber in ihren Maßen auf jeden Fall erledigt. Und dann gab es eben noch eine Folge eben dann am 30. dann, also am Freitag dann, und zwar den Film Lilo und Stitch. Ich muss gestehen, ich habe diesen Film noch nicht vorher gesehen gehabt, habe da auch ein bisschen so meine Bedenken gehabt. Dann manchmal, oh, außerirdische Monster, ob das was für Emma ist. Aber Emma hat auf jeden Fall auch einen Heidenspaß mit dem Film gehabt. Er ist auch ein bisschen gruselig, muss man auch klar, klipp und klar sagen. Aber er hat mir auch unterhalten, das ist mich nicht ganz so sehr wie die Emma. Natürlich auch eine herzergreifende Geschichte dann zum Schluss. Und die Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Das ist jetzt auch für mich jetzt eher nicht ein besonderer Klassiker von Disney. Aber man kann sich mal auch mal angucken. So, und dann war es endlich soweit. Ich habe ewig auf diesen Film gewartet, dass er endlich rauskommt. Online, digital gibt es schon Ewigkeiten, aber es interessiert mich nicht, wen auf Blitz kam. War damals ja auch im Kino, war eher ein Reinfall, aber wegen den technischen Problemen vom Kino. Und jetzt konnte ich ihn mir nun endlich angucken. Und zwar nochmal die Biografie von Elvis in dem italienischen Steelbook. Da wirklich mal reingucken in das Video, denn da bekommen wir einige Informationen über dieses Boxset, über die Steelbook zumindest. Und ja, jetzt muss ich wirklich sagen, Elvis geht 159 Minuten und muss wirklich sagen, der Film macht jetzt zu Hause in ruhiger Atmosphäre mit dem nicht zu lauten Musik, also vor allem nicht mit irgendwelchen kleinen Geräuschen im Hintergrund, wirklich sehr viel Spaß und muss ich wirklich sagen, hat mich ein bisschen, also er war auf jeden Fall besser als im Kino. Zwar nicht so gut wie Bohemian Rhapsody, ist klar, aber er macht auf jeden Fall extrem Lust auf mehr und auch eine herzzerreißende Geschichte. Man sieht auf jeden Fall auch hier Elvis Werdegang von Anfang bis Ende und Elvis bekommt jetzt von mir 8,5 von 10 Punkte.
Also, wie gesagt, er ist auf jeden Fall besser geworden als im Kino. Und lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film, der zu etwas länger geht. Aber ich für meinen Teil hätte noch ein bisschen davon länger und mehr gehabt. Jo, so viel schon mal dazu. Dann am 1. Oktober dann gab es dann noch einen weiteren Film mit meinem lieben Emma zusammen, denn wir hatten da eigentlich Klassentreffen, aber wir hatten niemanden gehabt, der auf die Emma aufpasst. Also eine muss ich halt opfern und das war halt nun mal ich. Und dann gab es halt eben dann mit meinem lieben Emma zusammen ein bisschen Popcorn. Wir haben Abend gegessen und dann gab es halt eben noch zu spät schon noch für uns beide dann noch einen schönen Animationsfilm. Ich liebe auch Animationsfilme, ich gebe es zu. Den Film Jagdfieber aus dem Jahre 2006. Auch ein bisschen länger her. Und muss immer wieder sagen, dieser Film macht auch immer wieder Spaß. Ich habe ihn zwar auch echt schon lange nicht mehr gesehen gehabt, aber jetzt muss ich echt sagen, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Denke mal, der wird auch die Woche bei noch laufen, denke ich mal, bei uns. Ist ja heute noch 3. Oktober, also Feiertag. Vielleicht gibt es gleich auch einen zweiten Teil. Noch muss ich mal gucken, wie es Emma irgendwie aufführt. Und dann, wenn sie sich brav und lieb ist, dann gibt es auf jeden Fall vielleicht noch den zweiten Teil. Denn ohne Woche, wenn Schule ist, gibt es nämlich keine Filme und auch kein Fernsehen bei uns. Aber der Film auf jeden Fall macht sau viel Laune. Ich liebe diesen Film und bekomme von mir auf jeden Fall auch 8 von 10 Punkte den ersten Teil. Aber vielleicht gibt es auch ein Filmreihenvideo. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr auch ein Filmreihenvideo haben wollt von den ganzen Jagdfieberfilmen 1 bis 4. Also auch da werden wir mal einen kleinen Blick riskieren. So, und dann ein nächster Film, den ich auch schon lange sehen wollte, nicht im Kino gegangen bin, aber dann zu Hause ich angucken wollte, nämlich den neuesten Film von Nicolas Cage, und zwar Nicolas fucking Cage, und zwar, ja, Massive Talent. Und wow. Also dieser Film hat mich wirklich von Anfang bis Ende komplett sehr gut unterhalten, hat mir sau viel Spaß gemacht, hat extrem viele witzige Dialoge mit dabei und auch viele Verweise zu Nicolas Cage Filmen, Con Air, Face Off und Wild Heart. Also dieser Film hat wirklich sau viel Spaß gemacht und auch hier mit Pascal Petro als, ja, Bösewicht oder als Fan von Nicolas Cage ist hier wirklich echt alles rund um Säuge. Also ich sag bloß, diese Geschichte hier, wo sie einen Film drin wollen, ich hätte mich hätte fast wirklich weggeschmissen, wo dann auch Nicolas Cage auf LSD ist. Also mich hat es da wirklich fast weggewumst vom Lachen. Also wirklich hier eine sehr geile Komödie, Actionkomödie. Jetzt natürlich hier kein Meisterwerk erwarten, aber wird ein besserer Film von Nicolas Cage und bekommt von mir auch hier 8 von 10 Punkte. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Macht sau viel Spaß, wenn man sich natürlich auch auf, ja, das Niveau dieses Films auch einlässt. Muss man klipp und klar sagen. So, ich war noch fit, Emma war noch im Bett und meine Frau war noch daheim. Dachte ich, ach komm, jetzt gibt's noch mal den Film, den ich eben Anfang der Woche verschlafen habe, nämlich Mr. Brooks. Wow. Ich habe nochmal komplett von Anfang angefangen zu gucken, weil es bringt mir nichts, dann immer zwischen anzufangen. Das hat bei mir keinen Wert, denn da muss ich mal gucken, was ich alles noch mitbekomme, was nicht. Und dann kommt Scheiß, ich gucke den Film nochmal komplett an, bin auch nicht eingeschlafen, denn der Film ist ja auch absolut hammergeil. Wirklich war hammergeil hier Kevin Costner mal eine böse Rolle und auch noch hier sein alter Ego, wie heißt der, William Hurt, der hier eben als zweiter Charakter in seinem Kopf drin ist. Wow, was für ein starker Film, hat mich auch richtig gut erhalten mit einer extrem genialen Demi Moore hier auch und vor allem extrem heißen Demi Moore. Und auch hier muss ich wirklich sagen, auch ein Geheimtipp wirklich war, also auch aus dem Jahr 2006, aber wow, hat mich auch extrem gut gehalten. Sehr spannend von Anfang bis Ende und kann jedem empfehlen, den Film anzugucken und bekomme von mir auch 8,5 von 10 Punkte. So, dann war ich gestern nochmal kurz im Finish nochmal wieder, habe den Pull-Tag durchgeführt, nochmal aufs Laufband gegangen und nochmal eine Folge von King of Queens angeguckt, nämlich die Folge 17, ein hässliches Gemälde. Auch das war sehr amüsant, wo eben Doug und Carrie ein Hochzeitsgeschenk bekommen haben, also von ihrem 11. Hochzeitstag oder 8. Hochzeitstag ist es ja auch. Und sie bekommen halt eben dann von Kelly und Deacon eben dann ein Hochzeitsgeschenk, ein
schönes Porträt von ihnen beiden, mit aber einem dicken Arm und harten Zähnen. Natürlich ist natürlich jetzt nicht so der obere Burner das Bild und sie versucht, wie wir das einfach so schön zu verkaufen, dass es eigentlich ein wunderbares Gemälde ist, aber sie hassen es abgrundtief. Aber natürlich darf man es natürlich im besten Fall nicht sagen, dass das Gemälde scheiße ist, und so baut sich diese ganze Folge auch ein bisschen auf, bis zum Schluss alles explodiert. Auch die Folge war ganz amüsant, auch hier 8 von 10 Punkte, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, langsam wird es mir ein bisschen zu viel mit King of Queens, einfach so gut, es sind auch immer fast immer dieselben Geschichten, die beiden streiten sich immer wieder bei jeder Folge, und das ist doch ein bisschen irgendwann mal langweilig, finde, wie ich persönlich finde. So, und dann haben wir eben dann nachmittags dann noch meine Schwiegermama ihren Geburtstag gefeiert, hier ab uns in der Wohnung, und dann, wo alle weg waren, alle aus der Wohnung rausgeschoben sind, wieder die Ruhe genießen. Und dann gab es noch einen weiteren Tom Cruise-Film zum Abschluss, und zwar der Film Lockere Geschäfte oder auch Risky Business, ein Film aus dem Jahre 1983, vor seiner großen Karriere nach Top Gun, und hier ist auch, und ja, man kann fast sagen, ja, ein Jugendfilm, da war, glaube ich, ungefähr 18 Jahre alt, wo sie eben versuchen, eben dann, ja, ein Geschäftsmodell aufzubauen fürs College. Und die Geschäftsidee, was er hier entwickelt, ist wirklich fantastisch. Also, ich würde das sofort mitmachen. Aber es gibt auch so einige extrem geile, witzige Szenen in diesem Film, wo er versucht, eben dann sein Essen gefroren zu essen und dann rumlutscht. Und eben auch dann mit Unterhose eben dann durch die Wohnung flitzt. Wirklich auch einige wirklich sehr schöne, lustige Momente hat dieser ganze Film, aber auch ein paar prickelnde Momente, die dann doch schon sehr, ja, nach unten gehen. So viel zum Mal dazu. Also hier, Lockige Geschäft oder auch Risky Business bekommt von mir auch 7,5 von 10 Punkten, macht extremst viel Spaß, und ich kann nur sagen, wer diesen alten Film mal sehen möchte, am besten hier auf DVD mal zugucken, denn auf Blu-ray ist dieser Film einfach unbezahlbar. Aber auf DVD ganz genauso. Gibt auch noch hier eine Doppel-DVD, guckt mal an. Einmal mit Seite A und Seite B. So alt ist die schon. Aber egal, sie funktioniert noch, und das ist die Hauptsache. Das war auf jeden Fall mein Filmtagebuch der Kalenderwoche Nummer 39. Es waren wirklich einige Filme mit dabei. Auch ein paar neue Filme von Tom Cruise, auch ein paar ältere Filme, die ich schon öfters gesehen habe. Aber ihr wisst, ich kann Filme immer wieder neu angucken. Auch alte Filme angucken, die ich erst vor kurzem angeguckt habe, das stört mich kein bisschen, denn wenn die Filme wirklich gut sind, macht es mir auch immer wieder Spaß, sie anzugucken. Was habt ihr denn die ganze Woche, letzte Woche angeguckt? Schreibt es mir in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Also bleibt auf jeden Fall dran für Hatching und auch für The Black Phone, und mal gucken, wie mir diese Filme gefallen haben. Also, eine schöne Woche wünsche ich euch, bleibt alle schön gesund, tschüss mit Ö und...